Nein! Ich habe gesagt, eine Schokotorte. Nicht Schoko und Erdbeer zusammen. Die Erdbeertorte ist extra für meine Tochter. Mein Mann ist allergisch gegen Erdbeeren, also das geht nicht. Nur eine Bitte, machen Sie das fertig. Und ja, ich brauche die ganz, ganz schnell. Also eigentlich in einem Tag, weil mein Mann kommt schon zurück. Ja, vielen Dank. Oh, ich glaub gar nichts. Oh Mann, ey. Und die Deko ist auch noch nicht da und die Banner. Das wird wohl echt schwierig mit der Party. Ich hoffe, das klappt. So, Mama, ich habe jetzt schon richtig, richtig viele coole Bilder von Papa und dir und von mir rausgesucht. Und dann können wir das Fotoalbum noch fertig machen. Das müssen wir, glaube ich, heute drucken lassen. Selina, was hast du da eigentlich um? Das hat mir... Du hast doch einen Verband bekommen vom Arzt. Ja, aber das hat Frau Meier mir gegeben, weil, also Frau Meier hat gesagt, das sieht blöd aus mit dem Verband und hat mir dann das hier gegeben. Aber ich häkelt sie mir nicht sowas. Selina, wegen der Feier. Ich weiß noch nicht so richtig. Also super, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ja, aber guck mal diese Fotos, die ich da rausgesucht habe. Ja. Wie findest du zum Beispiel das hier? Oh, das ist aber süß. Oder? Ja, das ist echt ein süßes Bild, Selina. Hast du dir gut Mühe gegeben. Und das hier? Oh, das ist auch süß. Ja. Ja, es sind echt schöne Fotos. Wir sind eine süße Familie, oder? Ja. Selina, es gibt ein kleines Problem. Ich weiß noch nicht, ob die Party stattfinden kann. Weil dein Vater kommt wahrscheinlich früher nach Hause, als wir dachten. Und die kriegen das nicht gebacken mit der Torte. Und mein Kopf explodiert aber halt. Aber ich kann doch auch einen Kuchen backen. Selina, du schonst dich bei deinen Arm und so. Du ruhst dich lieber mal ganz entspannt aus. Ja, stimmt. Ich gehe jetzt noch mal auf mein Zimmer, Mama. Selina, dein Handy. Na gut, ist auch mal gut, wenn sie keins bei sich hat. Das TV-Programm wird auch immer schlimmer. Ruf den jetzt an. Oh, Selina. Was ist das denn? Da ist aber jemand hartnäckig. Wer hat Janis? Ja, hallo? Süße? Nein. Wie süße. Oh, das habe ich auch schon Jahre nicht mehr gehört. Selina? Oh Mama, jetzt lass mich nicht so oft hin und her laufen. Was ist denn? Selina, dich hat jemand angerufen. Das hat ganz schön oft geklingelt. Oh, okay, ich schau gerade mal. Ja. Okay, ja, da rufe ich gleich zurück. Ja. Wer ist das denn? Wer war das denn? Nur einer vom Klettern. Oh, okay. Ja, bis dann, Süße. Mama, du bist keine 16 mehr. Arm, ey, das tut echt noch ganz schön weh. So, was wollte der denn jetzt? Ja, hey Matze, warum hast du denn angerufen? Ja, neben meinem Arm geht's schon besser. Viel besser. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ich hätte dich auch nochmal anrufen sollen, tut mir wirklich leid. Aber es ist echt, das ist alles wieder in Ordnung. Also nicht wieder in Ordnung, ich kann noch nicht wieder klettern, aber... Ja. Aber echt cool, dass du anrufst. Dankeschön. Ciao. Voll lieb von ihm, dass er einfach anruft und fragt, wie es mir geht. So. Oh Mann, Janis, du kannst doch auch mal herkommen. Warum muss ich ständig überall hindüsen? Momentan geht eh nicht so gut. Ja, ist gut. Okay. Ich schicke ihm eine Sprachnachricht. Hey Janis, ich mache jetzt los. Wir treffen uns in der Stadt. Aber du musst dir auch echt mal angewöhnen, dass du mich auch mal abholen musst. Denn vor allem jetzt momentan, wo es mir nicht so gut geht, okay? Wir sehen uns später. Wer ist Matze? Ich dachte, sie hat Janis. Und ich mag Janis. Und mein Mann mag auch Janis. Und das ist... Selina, der Mensch... Janis ist toll. Sie hat so schnell jemanden kennengelernt. Von mir kann sie das nicht haben. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss ihr noch mal sagen, wie toll Janis ist. Ich brauche erstmal noch einen Kaffee. Ich drehe hier durch. Echt, der Urlaub tut mir nicht gut alleine. Ich mache mir viel zu viel Gedanken um alles. Es geht mich ja auch gar nichts an. Auch wenn ich ihre Mutter bin, es geht mich nichts an. Ich unterstütze sie nur. Vor allem, wenn es um Janis geht. Weil ich weiß ja, wie das ist in dem Alter. Vielleicht mit Liebeskummer und so. Ja, irgendwie... Mama? Ja? Ach, da bist du. Du Mama, ich gehe jetzt zu Janis. Okay.
Wie zu Jannis? Du grinst ganz schön, Selina. Jannis, bist du sicher, dass du zu Jannis gehst? Und pass auf deinen Arm auf, ne? Und wann bist du heute eigentlich wieder da? Und wo triffst du dich mit Jannis? Mama, das waren jetzt exakt 5 Fragen zu viel, aber eine beantworte ich dir trotzdem. Ich bin um 10 wieder da, allerspätestens. Und ja, ich bin bei Jannis. Tschüss. Mama, das ist heute echt irgendwie ein bisschen komisch. Ja, egal. Ich gehe jetzt zu Jannis und danach gehe ich, glaube ich, nochmal in die Kletterhalle. Ich habe Kletterhalle gehört. Ich wusste es! Och Mann, ich bin so neugierig. Ich will wissen, was meine Tochter macht. Mann, vielleicht... Ja, vielleicht sollte ich mir nicht mehr so viel Gedanken machen. Selina wird langsam erwachsen und ich muss trotzdem aufpassen, weil ich kenne ja meinen Mann. Okay. Vielleicht sollte ich Jannis mal anrufen und fragen, ob sie bei ihm ist. Aber wenn ich das mache und dann ist sie nicht bei ihm, dann... Oh Mann, Selina, was machst du denn? Okay, so. Der Mutterverstand sagt mir, ich rufe jetzt Jannis an. Ich habe ja seine Nummer. Hallo, Jannis. Hier ist die Frau Zufall. Du sag mal, ist Selina schon bei dir? Selina kommt nicht zu dir. Okay, ja, nee, alles klar. Gut, Jannis, hat versehen. Danke, tschüss. Ich hab's gewusst. Selina, sowas macht man nicht. Ich kenne den noch nicht mal. Das passt mir gar nicht, dass meine Tochter bei jemandem ist, den ich nicht kenne. Und sie weiß eigentlich, dass sie nur zu Leuten geht und zu Freunden und keine Ahnung was, die wir auch kennen. Wo ich die Kontaktdaten habe. Wenn das ihr Vater wüsste, der würde ausrasten. Also müsste er jeden Moment kommen. Okay. Selina müsste jetzt eigentlich schon gleich an der Haltestelle sein, wenn sie Jannis nicht nach Hause gebracht hat. Ich hole sie mal lieber ab von der Tür. Also mit dem Bus ist die jetzt noch nicht gekommen. Bei wem sitzt Selina denn da im Auto? Das ist der also. Der ist doch viel zu alt. Boah, die kann was erleben, wenn sie nach Hause kommt. Selina, ich darf nicht so streng sein. Ich würde am liebsten ihren Vater anrufen, aber das kann ich auf keinen Fall machen. Okay, wie sage ich ihr das am besten? Ohne, dass sie merkt, dass ich ans Telefon gegangen bin. Selina, was? Jetzt brauche ich gleich einen Kamillentee. Ich brauche einen Kamillentee. Okay, Selina, so geht das nicht. Wie sage ich ihr das jetzt? Hey, Mama. Hallo, Selina. Selina. Ja? Selina, kannst du dich kurz neben mich setzen, bitte? Drauf. Was ist? Wie war es denn bei Jannis? War eigentlich ganz cool mit Jannis. Wir waren zuerst in der Stadt, dann waren wir einen Kakao trinken in der Stadt, dann sind wir weitergelaufen, dann haben wir noch ein paar Sachen für die Schule eingekauft und dann ist Jannis mit mir noch zur Kletterhalle gegangen. Ah, du warst in der Kletterhalle? Ja, also ich bin nicht geklettert, ich war einfach nur so dort, weil die Leute dort ganz lustig sind. Selina? Ja? Weißt du, manchmal ist das ja so, dass man jemanden vielleicht nicht mehr so doll mag und jemanden anderen mag. Oder manchmal hat man einfach das Gefühl, oh, die Person sieht aber gut aus. Oder man hat so, ne, so, ja, wie man es halt so ein bisschen schäkert oder wie man das neckt. Also, wie man das sagt, so, was mit sich neckt, das liebt sich und so. Selina, was halt nur immer ein bisschen uncool ist, weißt du? Man muss immer erstmal mit der einen Person reden und das klären, bevor man dann, weißt du, so. Du dich und Papa man. Nein. Erzählst du mir das dann? Wollt ihr euch trennen? Nein, Selina. Ich weiß, das klingt alles total blöd, was er erzählt, aber nein, Mama. Nein, ich werde mich von deinem Vater nicht trennen. Aber trennt sich auch nicht von dir? Das sollte er sich nicht trauen. Warum erzählst du mir das dann? Ja, Selina, weißt du, manchmal ist das ja so, dass man jemanden... Ah, wie soll ich das sagen? Weißt du, Jannis ist echt ein toller Typ. Ja, ich weiß, Jannis ist super. Ja, also dein Vater und ich, wir mögen Jannis richtig gerne. Also deswegen. Ja, ich auch. Deshalb ist er auch mein Freund, Mama. Selina, wer ist Matze? Na, hab ich doch vorhin gesagt, das ist vom Klettern. Ah ja, Und was läuft mit Matze? Gar nichts läuft mit Matze. Was soll mit Matze laufen? Selina, jetzt... Komm, ich bin vielleicht deine Mutter hat und meine. Ich bin nach Hause gefahren, das muss ich eben, und das sagen. Ist schon mal ich das, überhaupt nicht das gelaufen. Ist schon mal das Erste, Selina. Du setzt dich in kein fremdes Fahrzeug. Das will ich nie wieder erleben. Ich habe das durch Zufall gesehen. Mama. Durch Zufall, weil wir sind ja Familie Zufall. Selina, Matze ist viel zu alt für dich
Und das geht gar nicht. Und hey, Süße? Mama, ich bin 16, Matze ist 18. Und der fährt super sicher. Trotzdem setzt du dich in kein fremdes Fahrzeug, wenn das dein Vater rausfindet. Aber sonst wäre ich zu spät gekommen, weil die Züge gerade ja, fahren. Ja, aber ich will, wir wollen den Matze erst kennenlernen. Und Mama, du sollst erst mal mit Janis klären. Mama, ich glaube, du hast was missverstanden. Matze war einfach dabei, als ich mich verletzt habe. Der arbeitet dort in der Kletterhalle und Matze hat einen Freund. Oh, er hat einen Freund? Ja, so. Matze hat einen Freund. So, und der so, war deswegen da... hat er auch gesagt, hey, Süße. Ja, macht er manchmal so, ich keine Ahnung, ich finde das auch komisch. Aber auf jeden Fall hat er mich deshalb dann nach Hause gefahren und dann... Ah, okay, aber du warst... Warum sagt mir Janis, dass du nicht bei ihm warst? Janis hat mir... Ja, da wollte ich sowieso nochmal mit dir reden, Mama. Warum rufst du Janis an und fragst, ob ich da bin? Weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass meine Tochter irgendwo bei irgendjemandem Fremden ist. Mama, Janis hat gedacht, dass ich dir nicht gesagt habe, dass ich zu ihm gehe. Deshalb hat er dir dann gesagt. Das ist nicht cool von Janis, weil du weißt, Vertrauen ist oberste Priorität. Und ja, Janis war mir gegenüber loyal, Mama. Und das muss man ja jetzt auch mal sagen. Ja, ich merke schon, du wirst erwachsen. Es tut mir leid. Ich mache mir halt immer noch Sorgen, weil du noch meine kleine Selina bist. Und ja, ich dachte halt, dass du da irgendwie... Überhaupt nicht. Janis ist toll. Ich mag doch Janis. Auch wenn er manchmal blöd ist. Aber ich glaube, das ist fast jeder. Dann fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Dann bin ich erleichtert. Und wir sagen das nicht deinem Vater. Und du sagst deinem Vater auch nicht, dass du so einen Freund hast, der dich mit dem Auto fährt. Weil du weißt, dein Vater ist da immer etwas... Ja, wir erzählen Papa einfach gar nichts davon, weil eigentlich ist ja auch überhaupt gar nichts Schlimmes passiert. Und ich brauche jetzt ganz dringend für meine Schulter, brauche ich ganz dringend Eis und Kuchen. Ja, Selina, gleich, okay? Leute, hattet ihr schon mal so ein richtig krasses Missverständnis mit euren Eltern? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie findest du zum Beispiel, gerade nicht. Irgendein Bild schon wieder zeigen, wo du später lachen musst. So, okay. Was kommt denn im TV? Ich dachte, sie hat Janis. Soll ich jetzt rangehen? Nee, erst beim dritten Mal. Lass nochmal. Achso. Süße? Nein. Sie hat so schnell jemanden kennengelernt. Von mir kann sie das nicht haben. Mama, das waren exakt drei... Boah, die kann was erleben, wenn sie nach Hause kommt. Ich glaub's nicht. Wo ich damals den Bund eingegangen bin mit deinem Vater, da habe ich mir gesprochen. Selina, kriegst du gleich.